Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Teilnehmer der Convention. Zwei Sachen, mit denen ich aufräumen muss. Nummer eins, ich hätte meinen Flug umgebucht, aber Sie haben eine Party und die Veranstalter wollen, dass Sie pünktlich dort sind. Ist nicht meine Schuld, dass Sie nicht mehr diskutieren durften. Nummer zwei, ich bin ein Wissenschaftler, der seriös ist. Und ich mache diese Vorträge aber dennoch gerne, weil sie inspirierend sind. Ich habe mir geschworen, diesen Vortrag einmal zu machen. Aber irgendwie war er inspirierend für andere und ich versuche noch eins draufzusetzen und den nochmal zu halten. Und das mache ich sehr gerne. Denn wir reflektieren auch über das, was wir machen und das ist, glaube ich, sehr wichtig in alle unserer Jobs. Die Kongressorganisation hat eine Runde Mut für Sie verordnet für 2019 und dem Mutigen gehört die Welt. Aber ich sehe so viele mutige und entscheidungsfreudige Gesichter und Sie alle sind Entscheider. Deswegen ist es hier kein Belehren oder es ist kein Rezept, was ich Ihnen geben möchte. Es ist eher ein Erfahrungsaustausch, wie das ein Neurochirurg macht, der vielleicht Dinge macht, von denen Sie sich nicht unbedingt vorstellen können, dass Sie sie unbedingt machen wollten oder dass Sie sie machen könnten. Aber genauso machen Sie Dinge, von denen ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich die Verantwortung übernehmen möchte. Und deswegen sollten wir dann vielleicht auch mal in den Diskurs treten. Ich werde jetzt in den nächsten 20 Minuten Ihnen einen Einblick geben, wie Neurochirurgen oder wie wir in meiner Abteilung oder meiner Gruppe oder wie ich das meinen jungen Leuten beibringen möchte, versuchen, mutig zu sein, um Entscheidungen für Patienten zu treffen. Was macht ein Neurochirurg? Wer von Ihnen hat schon mal eine Hirnoperation gehabt? Wer ist schon mal indirekt betroffen gewesen? Wunderbar. Dann kann ich Ihnen erklären, was Neurochirurgen machen und kann Ihnen vielleicht noch was Neues erzählen. Neurochirurgen sind diejenigen, die entweder den Kopf aufstemmen, um am Gehirn Operationen zu machen, um Veränderungen im Gehirn zu beseitigen oder zumindest den Schaden zu begrenzen, oder die am Rücken operieren, um ganz triviale Sachen wie Bandscheibenvorfälle zu operieren oder Tumore aus dem Rückenmark zu entfernen oder sich auch um Querschnittsgelähmte kümmern. Thema Exoskelett zum Beispiel. Und die Neurochirurgie arbeitet damit am zentralen Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ist das Organ, was wirklich bestimmt, was wir sind. Sie denken vielleicht, das ist das Herz, weil die Herzchirurgen so sexy sind. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist das Gehirn. Das Gehirn bestimmt, wer Sie sind. Das Gehirn bestimmt Ihre Emotionen. Es kümmert sich darum, ob Sie gehen oder stehen können, ob Sie denken können, ob Sie lieben können oder ob Sie sich vielleicht noch morgen an den Inhalt dieses Vortrags erinnern können. All das macht Ihr Gehirn. Und das sind die Neurochirurgen, die sich um dieses Gehirn kümmern und in diesem Gehirn tagtäglich arbeiten. Was die Neurochirurgen machen, ist zum einen bewundernswert oder es beeindruckt Leute, aber es schockiert auch Leute. Und ich denke, wenn Sie dieses Bild sehen, das haben wir gemeinsam, oder Thomas Struth hat es gemacht und wir durften mitmachen und hier hängt es gerade im MoMA in New York. Und wenn Sie sich dieses Bild kurz ansehen und auf sich wirken lassen, das ist der Patient, falls Sie ihn nicht erkannt haben zwischen den ganzen Maschinen. Sie sehen die Kälte, Sie sehen, dass der da ausgeliefert liegt. Der Kopf ist in so einer Klemme fixiert, dass er sich bei der Operation nicht bewegen kann, weil man im Millimeterbereich operiert. Und es werden Gefühle bei Ihnen aufsteigen, wie ausgeliefert sein, wie Selbstbestimmung verlieren, behindert sein. Wer weiß, was dabei rauskommt bei den Konsequenzen. Und das ist eben das, was Menschen mit unserem Berufsbild verbinden oder mit Operationen am Gehirn verbinden. Und deswegen ist es schon etwas Besonderes, am Gehirn zu operieren. Und wir können nachher diskutieren, ob es wirklich Mut braucht, um diese Patienten zu operieren, aber eigentlich die Patienten, die Mutigen sind, die sich von uns operieren lassen. Wenn Sie Neurochirurg werden wollen, dann zeigen die Amerikaner gerne solche Bilder. Und das ist gerade in der Intro angesprochen worden. Wenn Sie Neurochirurg werden, dann müssen Sie halt hochleistungstrainiert werden, entbehrungsreich, 18 Stunden am Tag. Und Sie werden auf den Ernstfall vorbereitet, dass Sie den Schaden kontrollieren mit allen möglichen Technologien. Die Neurochirurgie ist ein sehr technologiegetriebenes, auch digitalisiertes Fach, was es eben auch so spannend macht und weshalb ich auch so gerne zugehört habe bei Ihrer Diskussion. Die Neurochirurgie und die Neurochirurgen haben es eben zum Ziel, sich auch um Krankheiten zu kümmern, die dann eben auch in die Existenz des einzelnen Menschen eingreifen können und wollen hier eben den Schaden begrenzen. Und deswegen bezeichnen wir uns gerne auch als, wenn wir wieder ein bisschen eine Hybris entwickeln, als Elitegruppe, als Delta Forces der Medizin. Und das werden Sie verstehen, sonst hätten Sie jetzt hier einen Dermatologen oder einen Narkosearzt eingeladen. Aber das sage ich nur in dem geschützten Raum hier. Und Sie mussten ja die Verschwiegenheitserklärung bei Ihrer Datenschutzerklärung zum Foto und mit unterschreiben.
Was die Neurochirurgen aber auch machen, dass sie nicht nur irgendwie kämpfen, sondern es geht darum, dass sie sich eben, sie sind also kleine Tüftler, die kleine Teile zusammenbasteln, manchmal 8, 9 Stunden am Stück, hohe Konzentration und meistens gibt es kein Zurück. Und das Ziel ist es, mal was Besonderes zu erzielen, jeden Tag irgendwie ein Einzelstück zu generieren, zum Beispiel wie die Uhrmacher, von denen angesprochen worden sind. Und die Neurochirurgen haben das Privileg, dass sie sich mit dieser Anatomie des Gehirns jederzeit beschäftigen können. Das ist ein anderes Privileg als andere Bereiche des Organs. Das ist hier sauber, das riecht nicht, das ist faszinierend, das ist hochaufgelöst im Mikroskop. Und wir kümmern uns um Pathologien oder um Erkrankungen, wie zum Beispiel Gefäßveränderungen, wie Tumoren, wie Bewegungsstörungen bei Parkinson, wie in Zukunft wahrscheinlich auch die Demenz oder wie Epilepsien zum Beispiel. Aber es sind auch Erkrankungen, die natürlich bei dem Patienten dazu führen, dass er vielleicht stirbt, dass er vielleicht im Koma liegt, dass er vielleicht behindert ist, dass er nicht mehr die Person ist, die ihn wie ihn seine Familie früher wahrgenommen hat und dass er einfach anders ist, als wir ihn kennen. Und das Problem ist, wenn wir Komplikationen haben im Schadensfall, kann genau das eintreten, dass dieser Patient verändert ist und dass wir dann eben Patienten haben, die dann eben hadern, hätten sie sich operieren lassen sollen. Und das ist genau der Grund, warum die Neurochirurgie bedeutet, 90% des Arbeitstags sind wir die Größten, wir sind die Tollsten und 10% müssen wir demütig zugeben, dass wir eine kleine Wurst sind und einen Fehler gemacht haben. Und wenn wir irgendwo eine Rest-in-Peace-Box hätten, dann ist die leider täglich nicht leer. Und wir haben leider auch Fehler, die wir begehen, entweder weil die Biologie nicht mitspricht, spielt und uns einen Streich gemacht hat, oder aber, weil etwas Unvorhergesehenes passiert ist oder weil wir einfach einen handwerklichen oder intellektuellen Fehler in der Planung der Operation gemacht haben. Dass Sie das verstehen, was wir eigentlich machen, habe ich Ihnen hier dieses Video mitgebracht. Hier ist der geöffnete Kopf. Sie schauen jetzt direkt rein mit 40-facher Vergrößerung hier an der Seite. Ich möchte Sie jetzt nicht anatomisch testen, was man alles sieht, aber man sieht hier die Halsschlagader, wie sie durch den Schädel kommt. Man sieht hier den Sehnerven. Man sieht hier ein Aneurysma. Das ist eine Aussackung eines Gefäßes. Und bei diesem Patienten ist diese Aussackung frühzeitig erkannt worden. Und man macht jetzt diese Operation, diese Zeitbombe, dieses Aneurysma auszuschalten, weil das Risiko besteht, dass es irgendwann mal bluten kann. Und Sie sehen, gerade als der hier operiert wird, das ist ein Sauger, das linke, das rechte ist eine Pinzette, fängt das Aneurysma von selber an zu bluten. Wenn das bei dem Patienten 3 Stunden vorher passiert wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit 30% gewesen, dass er stirbt, 30%, dass er behindert ist, 30%, dass er sich einigermaßen erholt. Und Sie sehen hier, wie sowas etwas aussieht, wenn dann der Maximalfall eintritt, der Ernstfall eintritt, von dem ich gesprochen habe. Sie sehen die Unübersichtlichkeit, die Blutung, das muss abgestopft werden und kontrolliert werden und deswegen bedarf es eines gewissen Trainings, das auch zu machen. Und dann wird nur noch eine Art Wäscheklammer draufgesetzt, ein Clip, um das Ganze auszuschalten. Wenn wir über Neurochirurgie sprechen, ein anderer schöner Vortrag ist Hochleistungsteams. Sie haben auch alle Teams und Teams sind wichtig und eine Hirnoperation, wo der Patient vielleicht wach ist, wo der Patient operiert wird und man spricht mit ihm während der Operation. Da sind Linguisten am Werk, die uns was über die Sprache beigebracht haben. Es sind Neurowissenschaftler dabei, es sind die Schwestern dabei, die Pflegenden, es sind die Narkoseärzte dabei, es sind die Operateure dabei. Und es ist ein berufsbildübergreifender Team-Approach mit Leuten, die alle trainiert sind und die alle nur ein Ziel verbindet und die hoch motiviert sind, empathisch motiviert sind, was für das Vertrauen in der Gruppe sehr wichtig ist. Aber im Endeffekt, wer von Ihnen spielt Tennis? Dann sollten Sie dieses Buch lesen. Ich habe früher sehr viel Tennis gespielt, bis 18, komme aus München, habe in Bayern ziemlich viel Tennis gespielt und hier André Agassi, den kennen vielleicht noch meine Generation, die Jüngeren, die vielleicht noch einen Job suchen und sich gerade auf LinkedIn bewerben, werden ihn nicht kennen. Aber er hat geschrieben, auf dem Tennisplatz ist man ganz einsam und man führt dauernd Selbstgespräche. Und wenn jemand glaubt, dass der Langstreckenläufer allein ist, der spürt den Schweiß von den Menschen, den er überholt, der riecht die Natur, der kann überlegen, was er morgen anstellt, während er vor sich hinläuft. Aber der Tennisspieler steht da alleine, führt Selbstgespräche und fühlt sich in Einzelhaft. Agassi fühlt sich immer in Einzelhaft. Eigentlich hat er gar nicht gerne Tennis gespielt, sagt er immer wieder. Aber der Tennisplatz ist wie Einzelhaft und er steht dem Feind Auge in Auge gegenüber. Aber das ist so ein bisschen auch, wie man sich dann als Operateur fühlt. Sobald man durchs Mikroskop schaut, immersed ist, wie man heutzutage sagt in der digitalen Welt, sobald man operiert und sobald dieses Ding anfängt zu bluten oder zu platzen, dann ist man ganz schön alleine. Und das macht das Besondere der Neurochirurgie aus. Man hat zwar ein Team um sich herum, aber wenn es drauf ankommt, dann ist man the captain on the ship und dieser eine muss entscheiden. Ich habe Ihnen ein paar Fälle mitgebracht, dass Sie verstehen, was wir machen.
Und dann können Sie urteilen, wer der Mutigere ist, der Patient oder der ihn operiert. Das ist eine 32-jährige Lehrerin, zwei Sprachen, Deutsch und eine Fremdsprache. Und was Sie hier sehen, das Schwarze ist eine Gefäßmissbildung. Das Risiko, dass die blutet, ist 2% pro Jahr. Sie ist 32. Wenn sie noch 30 Jahre wartet, hat sie eine Wahrscheinlichkeit von 60-70%, dass sie blutet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann daran verstirbt, ist ungefähr 10%. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann behindert ist, ist 20%. Der Vorteil ist, sie weiß nicht, wann es eintritt. Wenn Sie sie operieren, ist das Risiko, weil das Ganze in der Sprachregion liegt, dass sie vielleicht die Sprachen, die sie gerade lernt, nicht mehr versteht oder sie nicht mehr unterrichten kann. Und das würde passieren, wenn wir die Operation morgen machen, würde sie es übermorgen wissen, ob es geklappt hat oder nicht. Jetzt möchte ich mal um Handzeichen bitten, wer entscheidet sich für die Operation? Wenn wir mehr Zeit hätten bis zu Ihrer Party, hätte ich Sie noch mit Ihrem Nachbarn diskutieren lassen. Aber sie hat sich für die Operation entschieden. Und es ist gelungen, dieses Teil herauszunehmen. Aber Sie sehen, was für Entscheidungen notwendig sind, um solche stochastischen, um solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen eben abzufragen. Und wenn es gut geht, ist alles gut. Und wenn sie dann nicht mehr sprechen kann. Zunächst hatte sie die Fremdsprache für 6 Wochen nicht mehr parat. Sie hat dann nach 6 Wochen die Fremdsprache wieder sprechen können und nach 3 Monaten konnte sie wieder unterrichten. Beide Seiten Glück gehabt. 15-jähriger Patient kam aus München, hat einen Schlaganfall gehabt, ein Kind, was einen Schlaganfall hat. Die Ursache ist dieses große Aneurysma hier. Wenn man es so lässt, ist die Wahrscheinlichkeit 26% in einem Jahr, dass es nochmal platzt und die Sicherheit, dass man stirbt, ist fast 100%. Wir haben einen Bypass angelegt, wir haben die Vene genommen aus dem Bein, wir haben es am Hals aufgenäht, unter der Haut durchgeführt, dann ist es oben festgenäht worden und der Grund ist, man kann dieses Aneurysma nicht einfach mit so einem Clip wie vorhin ausschalten, das ist zu groß. Man muss das Gefäßsegment unterbrechen und dafür muss man sicherstellen, dass die Durchblutung oben noch gewährleistet ist. Den Bypass haben wir gemacht, es war ein Sohn von einem Neurologen, der natürliche Feind des Neurochirurgen. Und 2 Tage lang hat die Lähmung fortbestanden, danach hat er sich erholt und Sie sehen hier die Komplexität des 9-stündigen Eingriffs, der gut gegangen ist. Das hier ist der Freund einer Freundin und wenn Sie über Mut sprechen, ist es glaube ich eines der mutigsten Sachen, einen Freund oder einen Bekannten zu operieren. Wenn es gut geht, sehen Sie ihn regelmäßig, wenn es nicht gut gegangen ist, sehen Sie ihn auch regelmäßig. Und die Freundin, die sie empfohlen hat. Dieser ist ein Langstreckenläufer, ein Triathlet, der hat eine Hemiparese, also eine Halbseitenlähmung entwickelt. Das ist so ein kleines Blutschwämmchen, das kann immer wieder einbluten, ähnlich wie vorhin bei der Lehrerin. Und das ist eine doofe Situation, das ist eine doofe Lage, weil hier laufen die ganzen Bahnen durch, die für die Beweglichkeit verantwortlich sind, dass das Signal von hier oben im Arm an den Beinen ankommt. Wenn man es aber lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal 6% pro Jahr, dass es blutet. Das ist über die mehreren Jahre, die der Patient noch hat, eine relevante Zahl. Wir haben es also operiert. Und die Operation ging auch ganz gut. Das Problem ist, dass hier lauter kleine Gefäße sind, die diesen Bereich versorgen. Und wir haben lange für diese Gefäße gekämpft. Und am Schluss hat der Patient nichts bewegt und hat diesen weißen Fleck gehabt. Das ist ein Schlaganfall, der dadurch entstanden ist, dass es eben nicht gelungen ist, dieses kleine Gefäß von dieser Gefäßveränderung zu trennen und es unversehrt zu lassen. Und es war die ganze Zeit so ein bisschen, wiederum die Älteren, die Agassi kennen, kennen auch diesen Film, Cliffhanger, sie fällt dann irgendwann ab oder runter, was ihnen wahnsinnige Schwierigkeiten mental bringt. Und ähnlich war es hier. Das Gefäß ist durch gewesen, der Patient hat einen Schlaganfall gehabt. Es hat 6 Monate gedauert, bis er sich einigermaßen wieder erholt hat. Jetzt läuft er wieder, aber er ist sicherlich nicht der, der er früher einmal war. Das hier ist ein bekannter Chirurg aus Berlin, bekannter Herzchirurg. Und der hat Sie alle werden erkennen, dass es hier ein bisschen krumm aussieht. Und das, was hier ist, ist das Rückenmark. Und was sich hier vorwölbt, ist so ein Knochenvorsprung oder auch ein Bandscheibenvorfall. Und Druck aufs Rückenmark ist schlecht, dann kann man schlecht laufen. Aber dieser Patient hat eigentlich nichts gehabt. Er war nur 73 Jahre. Und alle haben ihm eingeredet, wenn er 78 ist und Symptome bekommt, dann wird er sich nicht mehr operieren lassen können, weil er viele Nebenerkrankungen gehabt hat. Also wollte er operiert werden, wir haben lange darüber diskutiert. Wir haben es operiert, das ist das Ergebnis danach, das Rückenmark ist frei. Aber eine häufige Komplikation, 10%, ist, dass man seinen Deltamuskel nicht mehr heben kann. Und der Patient ist dann aufgewacht, lag auf der Intensivstation, die ganze Klinik konnte sehen bei der Visite, dass sein Flügel gehangen ist. Das ist natürlich dumm, wenn man ein berühmter Chirurg ist. Und es ist noch dümmer für den Neurochirurg, der den berühmten Chirurgen operiert hat.
Das erholt sich das erholt sich nach 3 Monaten in 99% der Fälle, hat es auch hier. Der Patient war dann zufrieden. Er hat nie einen Vorwurf gemacht, weil er ist Chirurg, er versteht das. Aber natürlich heißt es dann wieder dabei, Kozi hat Mist gemacht und er kann den Arm nicht mehr bewegen. Und dass das eine Komplikation ist, für die man nichts kann und die sich gut erholt, spielt dann häufig keine Rolle. Also, Sie können jetzt sagen, nach den Beispielen, ein Neurochirurg ist ein Hasardeur, der einfach nur hohes Risiko eingeht, der narzisstisch ist, der mal alles ausprobieren möchte, aber der im Endeffekt die Konsequenzen seines Scheiterns und seines Handelns nicht tragen muss, weil es schließlich der Patient. Ähnlich wie es bei Ihnen ist, es ist ja der Kunde, wenn der Container nicht ankommt oder geklaut wird. Und deswegen ist es aber auch nicht ganz so. Und wie gehen damit die Engländer um? Die Engländer gehen damit um, dass sie erstmal gar keinen Patienten anfassen wollen. Das Konzept ist hier, ja, nicht schaden. Wenn der Patient in 5 Jahren seine Blutung bekommt und stirbt, ich fasse ihn nicht an, dann passiert ihm jetzt erstmal gar nichts. Und wenn es dann 5 Jahre später passiert, dann war es Schicksal. Mit diesem Approach nimmt man aber, und das ist der unmutige Approach, nimmt man aber ziemlich viel Chancen. Man kann das Fach nicht mehr richtig weiterentwickeln. Der Patient hat nichts davon. Der Patient hat dauernd Sorge, dass was passiert. Und der eine oder andere Patient möchte ja auch behandelt werden, wenn er in so einer Situation ist. Und deswegen ist unser Konzept, dass wir dort versuchen, die Sachen anzupacken, wo die anderen möglicherweise abwinken. Aber natürlich muss man das Risiko kalkulieren. Man darf nicht Dinge machen, die keinen Sinn machen. Man muss sehr sorgfältig mit seinen Entscheidungen umgehen. Und dass das Mut erfordert, solche Entscheidungen zu treffen, möchte ich Ihnen jetzt an 4 Beispielen zeigen. Ich möchte Ihnen 4 Beispiele zeigen, wo Sie dann nicht mehr sagen, der ist eine abgebrühte Sau, der macht das jeden Tag und wenn was passiert, dann hat er halt mal wieder einen in seiner Rest-in-Peace-Box. Aber natürlich interessiert es uns schon und es berührt uns schon. Und diese wissenschaftliche Studie zeigt, wie sehr es uns berührt. Das ist eine funktionelle Kernspintomographie. Alles, was hier leuchtet, ist emotionale Aktivierung. Das ist betroffen sein, das ist sich schlecht fühlen, das ist deprimiert sein, also reaktiv deprimiert sein. Man hat den Testpersonen Bilder gezeigt, entweder eine Person, die geweint hat oder eine Person, die Schmerzen hatte, oder man hat ihnen 2 Personen gezeigt, die irgendein Beziehungsdrama gehabt haben. Und dann hat man normale Personen gehabt und man hat Psychopathen gehabt, die gar nichts mehr spüren. Die hat man im Gefängnis besucht und untersucht. Und Sie sehen hier hohe Aktivierung der normalen Persönlichkeit und wenn Sie glauben, ein Neurochirurg würde nicht reagieren, dann wäre ein Psychopath ähnlich. Das sind die hier unten, die reagieren nämlich nicht mehr. Und so gefühlskalt ist keiner von uns, der diesen Beruf macht. Jeder Patient, der bei uns in der Rest-in-Peace-Box landet, der eine Komplikation hat, ob wir was dafür können oder nicht, der berührt uns persönlich schon. Den nehmen wir auch mit nach Hause, das ist Nummer 2. Wir sind eigentlich ständig mit Sorgen unterwegs. Disconnect gibt es in der Neurochirurgie meistens nicht. Nummer 1, vor der Operation überlegen Sie sich, ähnlich wie ein Slalomläufer, wie Sie die Tore in Gedanken abfahren, wie wird die Operation sein. Schlafen Sie schon mal schlecht. Dann machen Sie die Operation, dann ist alles vorbei. Dann überlegen Sie danach, wacht der Patient richtig auf? Wird er alles bewegen? Dann ist er aufgewacht. Dann fahren Sie mit dem Auto nach Hause und einer meiner großen Vorbilder, Volker Sonntag, hat gesagt, aus Phoenix, ist ein berühmter Neurochirurg, der jetzt in Rente ist, das Einzige, was er nicht vermisst, ist das Heimfahren und das Überlegen, ob man heute Nacht angerufen wird oder nicht, weil wieder was passiert ist. Denn das Telefon liegt neben dem Bett. Wenn Sie in der Stadt sind, können Sie nichts trinken. Und am nächsten Morgen rufen Sie um 6 Uhr morgens, wenn Sie aufgewacht sind, nachdem Sie Ihre E-Mails gecheckt haben, kurz mal den Diensthabenden an und fragen, ob in der Nacht irgendwas war, weil Sie das Telefon nicht gehört haben. Also, der ständige Begleiter ist die Sorge. Wenn Sie sich dann der Sache verschrieben haben, dass Sie Sachen probieren wollen, wo andere vielleicht abwinken, und wo schon 5 Leute vorher gesagt haben, ähnlich wie bei der Lehrerin aus dem süddeutschen Raum, das wird eh nichts, das kann man nicht behandeln, dann bewegen sie sich häufig auf sehr wackeligem Territorium. Sie wissen nicht, wo sie enden werden, sie werden mal was Neues probieren und natürlich machen wir alle Fehler, aber Fehler bedeuten in unserer Branche manchmal ein bisschen mehr, als Fehler in einer anderen Branche bedeuten. Und deswegen da kann man nichts machen, immer eine Belastung, die sie dem, der was machen möchte, mit auf den Weg geben. Und dann mein Gastgeber, mein Moderator hat erzählt, er war als Gaststudent in Amerika und dann wurde sein Gastvater, der Neurochirurg war, zu 100.000 verklagt. Für 100.000 macht ihn in Amerika heute nicht mal mehr einer den Pickel raus. Heute liegen die Verklagungsraten in Amerika bei 5 Millionen aufwärts, wenn sie eine kleine Komplikation gehabt haben.
Viele Neurochirurgen können sich die Haftpflichtversicherung nicht mehr leisten und das schwappt alles nach rüber nach Deutschland. Und es ist heute mittlerweile ein neuer Businesszweig, sich erstmal operieren zu lassen und wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann entsprechend einzufordern. Und das ist auch ein gehöriger Druck auf diejenigen, die den Mut aufbringen, am Gehirn zu operieren, wo sie dann möglicherweise auch Konsequenzen für das weitere Arbeitsleben haben. Deswegen, was sind meine Empfehlungen? Wie kann man mutig sein? Ich glaube, Neurochirurgen sind mutig. Und was ist die Empfehlung? Nummer eins, so machen es wir zumindest. Sie können es anders machen oder Sie machen es vielleicht auch genauso. Bringen Sie Ihren Mitarbeitern bei, was Ihr Zweck der Existenz ist. Ich habe so eine Coaching gemacht, als ich jetzt meine Midlife-Crisis gehabt habe, also nicht beziehungstechnisch, nur beruflich. Und dann hat man mir ein Buch zu lesen gegeben, das Café am Ende der Stadt. Und der ZDE, der Zweck der Existenz, spielt hier eine zentrale Rolle. Sie müssen herausfinden, wofür Sie geboren sind, was Ihnen liegt und was Sie macht. Damals hatte ich so Escape-Strategien. Ich wollte ein Startup gründen. Es liegt mir aber gar nicht. Ich bin dazu da, um diese Patienten zu operieren. Also mache ich das. Und seitdem ich mich von diesem Gedanken des Exits irgendwie losgelöst habe, habe ich wieder Spaß an meiner Arbeit und ich konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist. Und ich versuche, die Dinge, die mich abhalten von den Sachen, die ich gut mache, auszuklammern. Und jemand, der nach seinem ZDE handelt, der wird leichter mutig sein, als jemand, der etwas macht, wozu er vielleicht nicht gemacht worden ist. Werte sind wichtig. Was unterscheidet den Neurochirurgen vom Zocker? Dass er sich morgens im Spiegel anschauen kann. Eine Wertebasis. Definieren Sie Ihre Werte oder wir versuchen, unsere Werte zu definieren. Und wenn wir diese Werte haben, ist es wichtig, diese sichtbar zu machen. Ihre Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, die Patienten müssen diese Werte kennen. Ich bin berechenbar, was meine Werte angeht. Wenn meine Mitarbeiter etwas machen, was nicht meinem Wertekonzept entsteht, dann ist es mit Ansage, dass ich mich aufrege. Und weil sie mich mittlerweile kennen, muss ich mich auch nicht mehr aufregen. Und so kriegt man langsam eine Schule von Leuten, die diese Werte verinnerlichen. Vertrauen ist wichtig. Es wurde viel über Vertrauen gesprochen. Wenn Sie operieren oder wenn Sie ein Unternehmen leiten, ist Selbstvertrauen das Wichtigste. Wenn Sie sich selber nicht vertrauen, wie sollen Ihnen die anderen vertrauen? Die Kunden, die Patienten. Aber Sie müssen auch Ihrem Team vertrauen. Und dafür muss man einen gewissen Optimismus haben und einen gewissen Optimismus ausstrahlen. Und dazu sind Gefühle wichtig. Es ist ähnlich wie im Sport. Wenn Sie etwas gerne machen, wenn Sie kämpfen, wenn Sie ein Fighter sind, wenn Sie die Bäckerfaust machen, dann sind es die Gefühle, die Sie in das Ganze reinbringen, die Ihnen helfen, mutig zu sein. Und dann ist es leicht, mutig zu sein. Und das Letzte oder das Vorletzte ist, das Umfeld ist wichtig. Ich habe jetzt gerade eine große Oberarztrotation gemacht, alle auf eine andere Position. Wir haben verschiedene Krankenhäuser. Die sind einfach alle zu bequem geworden. Und wenn man bequem ist, dann fällt es schwer, mutig zu sein. Und wenn man aus seiner Komfortzone, die häufig eigentlich die Leidenszone für die Einzelnen ist, aber auch für mich, weil die anderen nicht mehr mutig sind, dann ist die Komfortzone, der Komfortzonen-Exit eine wichtige selbsttherapeutische Maßnahme, die ich mir auch ab und zu verordne. Und das Letzte ist, das war auch ein Tipp, man muss seine inneren Treiber kennenlernen. Lernen Sie Ihre inneren Treiber kennen. Die inneren Treiber sind das, was Sie in der Stresssituation auf die Palme bringt. Wenn Sie komplett ausschalten und nur noch auf Autopilot laufen, hat Ihr innerer Treiber die Oberhand. Was ist mein innerer Treiber? Mein innerer Treiber ist, sei perfekt. Also ich dachte, wenn ich älter werde, wird es leichter mit den mutigen Erscheinungen, mit den mutigen Entscheidungen, weil ich erfahrener bin, ist es nicht. Mein Anspruch an mich selber ist ähnlich wie bei einem Hochleistungssport oder bei einem Springer. Wenn ich die 2,20 Meter geschafft habe, dann ärgere ich mich, dass ich die 2,25 Meter gerissen habe. Und so ist es genauso. Je mehr Ihr Anspruch steigt und wenn Sie diesen Treiber haben, dann werden Sie unzufrieden sein, Sie werden unmutiger sein und Sie müssen den Treiber kennen, um den Treiber auszuschalten oder zumindest zu kontrollieren. Das sind meine Ratschläge und ich denke, oder ich hoffe, dass Sie mitnehmen, dass wir vielleicht alle in einem Boot sitzen, dass wir alle versuchen müssen, mutig zu sein, dass uns die gleichen Fragen quälen und wir die gleichen Maßnahmen treffen sollten, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Danke für die Aufmerksamkeit.